Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid 2. Mein Name ist Glabur, ja, voila. Und weiter geht's. Wir haben noch eine Fahrzeug-Challenge, glaube ich. Jawohl, einer ist noch über. Dann eine Runde auf dem VS Marine Strecke. Jawohl. Den werden wir doch als erstes machen mit dem Königseck. Oh, Heckdrift. Oh, die Dinger sind so wahnsinnig schnell, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, abwarten. Also ist ja schon über 50 Folgen. Also wirklich Respekt an das Spiel. Also wirklich mal ein langes Autorennspiel. In den technischen Passagen musst du absolut präzise fahren. Ja, ja, wir versuchen es. Wir brauchen 1 Minute 55. Dieses Auto neigt den Kurven zum Driften. Nutz das zu deinem Vorteil. Ob wir das zum Vorteil nutzen können, ich weiß es nicht. Boah, Wahnsinn. So. Das sieht mir ganz nach der Originalstrecke von denen sogar aus. Ja. Boah, was für ein Drift, Leute. Jetzt musst du lange gerade kommen. Gucken wir mal, hier den Königseck proppen können. 300, 340, 350. Boah. Ist das eine Kampfsau, Leute. Das ist ja eine absolute Kampfsau. 380 hatten wir, ne? Und einen Erfolg für gekriegt. Alter, schon wieder. Leck mich am Arsch. Mal gut, dass wir da jetzt gerade keine Strafe für gekriegt haben. Boah, ist das Ding schwer zu fahren, ey. Backe, da werden wir voll eingeschlagen. Mamma mia. Donnerwetter nochmal. Alter. Und Bölte. Komm. Geschafft. Alter, ist das ein Monster, ey. Absolutes Monster. Super. Das Auto gehört uns. Ja. Also mehr kann ich zu diesem Auto einfach nicht sagen. Es ist einfach ein Monster. Oh, Mama mia, ey. Also wird ja eben ganz anders bei dem Fahrzeug. Angesichts des schon wieder eine. Unsere jetzigen Sponsoren haben, sind die Ziele ein Muss. Prüfe deine Option. Ja, ja. Wir gehen ab jetzt in die VSR-Serie wieder. Da haben wir den ersten gemacht. Hier ist das nächste Ausscheidungsrennserie. 3 Eventrunden, alles klar. Dubai und Paris. So, jetzt können wir überlegen, Leute. Mercedes, Bugatti. Oh Mann, Leute. Oh Mann, oh Mann. Aston Martin. Den Königseck, der ist fast unkontrollierbar. Oder Audi R8 LMS Ultra. Und der Bugatti. Leute, das ist natürlich, der hat Grip, ne? Und das schnellste Auto. Wollen wir es probieren? Komm, wir probieren es. Wenn ich es verkacke, Leute, dann tut es mir wirklich leid. Wir probieren es einfach. Ich hätte gerne eigentlich vom Fahrgefühl her vielleicht den Audi nehmen sollen. Aber irgendwie reizt es ja, ne? Wenn der Königseck schon so brutal ist, wie ist dann der Bugatti? Uiuiuiui. Ich glaube, das könnte auch die letzten Events sein. Ich weiß es wirklich nicht. Die Straßen von Miami sind unregelmäßig gewölbt. Lass dir das Auto nicht aus der Balance bringen. Ja, werden wir probieren, Leute. Er ist heute dein Hauptkonkurrent. Oh Mann, Leute. Mit dem Bugatti. Jetzt werden uns die Fußnägel wegfliegen. Das weiß ich jetzt schon. Oh. Fahr nicht zu wild drauf los. Eine falsche Aktion genügt und du rutscht ans Ende des Feldes. Ja, das ist Ausscheidungsrennen. Jetzt habe ich es...
Baby. Komm, 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 komm. Oh, ne, wir fahren mal. Ey, warum sehe ich denn wieder keine Karte? Verdammt nicht. Hinter dir ist etwas passiert. Da scheidet der Erste aus. Halt dich vom letzten Platz fern. Ja, wir probieren es doch. Jetzt geht erst der Spoiler auf bei über 250. Ich krieg doch einen Rappel. Na, jetzt bleibt er gleich auf. Okay. Ein Fahrer ist ausgeschieden. Alter, ich kann hier überhaupt gar nicht mit dem Fahrzeug richtig die Geschwindigkeit einschätzen. Das war nicht die feine englische Art. So, der Spoiler klappt nach oben, wenn ich bremse. Alles klar. Und nach Geschwindigkeit umso höher geht er. Wir müssen nach vorne kommen, Leute. Wir müssen. Ja, hau ab, du. Komm, Baby, komm. Boah, mit dem Bugatti driften, Leute. Ja, hätte ich mal den Audi genommen, siehst du? Ist der stärkste Konkurrent. Freund Jim, bleib schön hinter mir. Und noch einer ist aus dem Rennen. Boah, Leute, wahnsinniges Rennen. Und der Bugatti wirklich fahrbar ist. Weil der ja wirklich in anderen Spielen immer grottenschlecht dargestellt wird. Oh, scheiße. Also ich finde, dass der Königseck vorhin besser beschleunigt hat. Du musst nur noch vier Fahrer besiegen. Zumindest vom Gefühl her. Boah, ey, nur am Limit. Wenn du noch einen hinter dir lässt, sind dir die Top 3 sicher. Ja, das werden wir auf jeden Fall probieren, die Top 3. Scheiße, ich wollte doch gar nicht zurückspulen. Es wäre nämlich auch ohne zurückspulen gegangen. Eine Top-3-Platzierung ist dir sicher, aber jetzt fahr auf sie. Komm, Baby, lass es jucken. Alter, mit 1000 PS hier rumradieren, ne? Du stehst kurz vorm Triumph. Mach ihm richtig Druck und schnapp dir den Sieg. Mach ihm richtig Druck? Wen soll ich hier Druck machen, Mann? Ich bin Erster, du Followers. Der macht Druck auf mich. Mann, Mann, Mann. Jawohl, Leute. Leck mich am Arsch. Es ist doch fürchterlich. Wahnsinn. Wahnsinn gewesen. Du machst das super. Du führst die Gesamtwertung an. Sieh zu, dass das so bleibt. Ja, der Audi ist wirklich eine nice. Wahrscheinlich nicht so schnell. Und vielleicht auch nicht so gut von der Beschleunigung. Aber der liegt halt wie eine Sau. Gut, wir werden es probieren, was wir da noch rausholen können. Längster driftet er immer noch 173 Meter. Ich hätte vorhin gedacht, dass ich mit dem Königseck, wo wir um die Kurve so lang geschlittert sind, dass ich da wirklich einen längeren Drift hingelegt hätte. Aber die Strecke ist zwar breit, aber es gibt kaum schon eine echte Gerade. Okay. Das ist Bruno Silva. Sei vorsichtig, wenn du an diesem Kerl vorbei willst. In dem Sinne, vor keiner Schweinerei zurück. Bruno Silva, das könnte Bruno, wie heißt er, von der DTM. Auf jeden Fall haben wir auf dieser Strecke wohl einen Nachteil. Keine richtige Gerade gibt es hier.
probieren uns hier gleich ein bisschen vorzumogeln. Jawohl, schon Platz 3. Da ist der Königseck. Den haben wir mal gerade hinter uns gelassen. Na, war der Bugatti doch wahrscheinlich die richtige Wahl, Leute. Ich weiß es nicht. Aber wenn die Rennen länger gehen wie 15 Minuten, dann würde das in echt mit einem Bugatti nicht gehen, weil 15 Minuten Vollgas ist der Tank leer. Noch ein Fahrer ist ausgeschieden. Fallen nicht zurück. Nein, nein, wir fallen schon nicht zurück. Ich höre auch gar keinen mehr hinter uns. Vielleicht ist das doch eine gute Strecke. Ey, mir liegt irgendwie der Bugatti, also bin ich gerade ganz ehrlich. Ich hätte gedacht, das wäre so ein Killer, so wie der Königseck, ey. Der war wirklich ein absoluter Killer. War das knapp. War das vorhin knapp durch dieses Geschlängel, ne? Uiuiuiuiuiui. Eine Runde fliegen. Das mit einem 1-Million-Euro-Wagen. In die Wand. Und noch einer ist raus. Jawohl. Echt. Ich weiß nicht, was wir für... Nur leicht in die Bande. Noch 5 Fahrer im Rennen. Zeig's ihnen. Ja, wo bin ich denn bei? Du machst mich fertig mit deinen Kommentaren. Jawohl, was für ein geiler Rutsch um die Kurve. Na! Jawolla. Top 4 ist gut. Top 3 ist aber besser. Push weiter. Ja, ja. Bleib geschmeidig, Alter. Oh, da knallen wir in die Mauer, Leute. So eine Scheiße. Ich will das wieder so schnell machen. Nein, was mache ich denn? Oh. Da liegt die Hand noch auf dem Knopf und ich drücke einfach drauf. Ich Schwachkopf. So eine Scheiße. Push weiter. Du ja, bist ja. In den Top 3. Gib dich damit nicht zufrieden. Erstmal die Hand wieder von dem Knopf runternehmen. Und jetzt wieder fliegen hier. Jawohl. Bugatti Power. Also ich fand ja echt, dass der Königseck auf der Gerade wirklich besser beschleunigt hat. Klasse Leistung. Noch ein Fahrer, dann hast du den Sieg. Ja, mal hoffen, dass wir es auch wirklich schaffen. Auf jeden Fall innen fahren. Böser Einschlag. Böser Einschlag. Boah, ganz kurz angebremst. Jawohl. Erster Platz, Leute. Mama mia, ey. Absoluter Horror, also eine Konzentrationsfehler und Schuss in die Mauer. Lass dich nicht verdrängen. Bruno Silvermann, wie hieß denn der Bruno in der Formel 1? Haben sie davon so ein bisschen den Namen gecovert? Könnte ja sein in dem Sinne, ne? Absoluter Wahnsinn. Also, das ist echt Wahnsinn gerade. Wo ich eindeutig sagen muss, also vom Feeling, vom Fahrfeeling her, kam einem der Königseck schneller vor. Highspeed-Stadtrundfahrt durch Paris. Zeig ihnen, wie man's macht. Durch Paris. Im Moment führst du das Event an. Weiter so. Oh Mann, ey.
weiter geht's. Ja, voll im Begrenzer und lass jucken hier. Jetzt kommen wir hier nicht mal an dem AMG ran, oder was? Was für langgezogene Kurven. Fünfter schon. Wir holen auf jeden Fall auf. Mach da vorne deine Tür zu. Du kriegst doch einen kalten Arsch. Boah, was für eine Geschwindigkeit wieder. Oh, Totalschaden. Ja, bleibt ganz ruhig hier. Ey Leute, komm, das ist doch jetzt gerade absoluter Wahnsinn hier. Bremsen. So. Jetzt muss ich mich aber konzentrieren hier. An dem vorbei. Da scheidet der erste aus. Halt dich vom letzten Platz fern. Ja. Ist uns wohl schon klar, Maka. An den rutschen wir jetzt vorbei. Aber anscheinend nicht. Und da geht der Königseck gerade stiften. Noch ein Fahrer ist ausgeschieden. Fall nicht zurück. Oh, Backe, ey. So, geradeaus, komm. Da haben wir Bugatti-Power. Wahnsinn, echt absoluter... Nein, jetzt haben wir einen Reifenplatzer. Nein, Leute. Das kann doch nicht sein. Können wir den Unfall noch wegkriegen? Nee. Ja, Leute, dann werden wir jetzt wohl mit dem Reifenplatzer durchfahren müssen. Ja, Leute. Damit ist er raus. Ausgeschieden. Na, wir fahren einfach weiter. Haben wir richtig hier Funken sprießen. Wenn einer kein Feuerzeug hat, meldet euch. Ich mache euch die Kippe an. Wir probieren es einfach. Einmal weiterfahren. Oh, nee, das muss ich auf jeden Fall. Den Fehler muss ich korrigieren. Wir haben natürlich wirklich jetzt ein Rechtsproblem. Ja, Leute, das wird wohl nichts. Der Motor ist auch schon rot. Ja, Leute. Da habe ich es mal richtig verschissen. Aber ich gucke mir die Gesamtwertung an. Wir kriegen nämlich noch 8 Punkte. Starkes Rennen, Geier. Und wir sind nämlich trotzdem Erster. Ja, perfekt, würde ich sagen, Leute. Auch wenn ich es vergimmt habe, aber manchmal wurde ja auch gewünscht, man sollte die Animation mal zeigen. Und es war nicht geplant, aber wir hatten sie jetzt mal. Und ich muss wirklich sagen, Reifenplatzer ist absolut der Graus hoch 3. Alter, das ist echt Wahnsinn. Wir haben 22 Millionen Fans. Mal schauen, wo es hingeht. Gibt es überhaupt so viele YouTube-Abonnenten bei irgendjemandem? Ich glaube nicht, ne? 23.469.000. Das hat sich gelohnt. Du bist wie ein Champion gefahren. Jo. Dein Lohn ist dein Platz im Finale. Und wer weiß, was da passieren wird. Ja, werden wir sehen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei Grid 2. Mein Name ist Glabur. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.